Damit zu einem ganz anderen Thema, nämlich der Frage der Resilienz in der Umweltwissenschaft und in der Umweltpolitik. Krisenphänomene wie der Klimawandel, der Rückgang der biologischen Vielfalt oder die weltweite Wasserkrise, die werden in der Umweltdiskussion heute oft als die sogenannten Grand Challenges, also die großen globalen Herausforderungen für die Zukunft bezeichnet. Der Druck auf die Ökosysteme durch menschliche Aktivitäten ist so stark, dass die Versorgung von zukünftigen Generationen nicht mehr als selbstverständlich betrachtet werden kann. Und vor diesem Hintergrund plädieren manche, und dafür steht dieses Zitat, dafür, das Konzept der Nachhaltigkeit endlich ad acta zu legen. In einer durch wachsende Komplexität und Unsicherheit geprägten Welt sei das Resilienzkonzept vielversprechender. Viele halten Resilienz sogar für das bessere Leitbild, wenn es um global-ökologische Probleme geht, und finden es konkreter und weniger beliebig als die Nachhaltigkeit. Meine These ist, dass nachhaltige Entwicklung und Resilienz nicht zwangsläufig inkompatibel sind, aber sie unterscheiden sich fundamental in ihrem jeweiligen analytischen und normativen Gehalt. Produktiver finde ich es deshalb zu fragen, was es heißt, wenn man beide Konzepte, also Nachhaltigkeit und Resilienz, aufeinander bezieht. Resilienz kann für manche Umweltprobleme durchaus eine nützliche Denkfigur sein. Doch als Leitbild ist es untauglich, um darauf Politiken aufzubauen. Dafür sind nämlich normative Konzepte erforderlich, die insbesondere Fragen der Machtverhältnisse und beispielsweise der Gerechtigkeit adressieren. Ich möchte Ihnen zunächst einige Merkmale des Nachhaltigkeitskonzeptes skizzieren und dann darstellen, wie das Resilienzkonzept in der Umweltforschung sich entwickelt hat. Und anhand von zwei Beispielen möchte ich das Konzept und seine Grenzen im Bereich der Umweltpolitik dann etwas genauer illustrieren. Sie kennen sicher diese Definition der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, wonach nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die Bedürfnisse heutiger Generationen befriedigt werden, ohne die Bedürfnisbefriedigung von zukünftigen Generationen zu gefährden. Und damit wird vor allen Dingen der Aspekt der Gerechtigkeit betont, also die Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen, Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich, Alt und Jung, aber auch Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Generationen und den zukünftigen Generationen. In der Nachhaltigkeitsforschung besteht heute weitgehend Konsens, dass nachhaltige Entwicklung als ein normatives Leitbild zu betrachten ist und dass es integriert betrachtet werden muss. Also, das heißt, sie sollte nicht auf die ökologische Dimension reduziert werden, also beispielsweise auf den Umweltschutz, sondern es müssen zudem immer auch ökonomische Dimensionen, die Art, wie gewirtschaftet wird, mit einbezogen werden und vor allen Dingen soziale Dimensionen, also beispielsweise der Zugang zu Ressourcen oder auch Fragen, wie die Partizipation innerhalb politischer Entscheidungsprozesse verläuft. Es gibt aber dennoch sehr unterschiedliche Vorstellungen von Nachhaltigkeit. Und etwas überspitzt dargestellt, kann man zwei Denkweisen dabei unterscheiden. Zum einen, ich nenne es mal das Gleichgewichtsparadigma, und das geht vom Bild eines ausgeglichenen Naturhaushalts aus. Schon im frühen 18. Jahrhundert gab es, wie manche von Ihnen vielleicht wissen, in der Forstwirtschaft Überlegungen zu der sogenannten nachhaltenden Bewirtschaftung der Wälder. Und das bedeutete dann, dass nicht mehr Holz aus dem Wald geschlagen wird, als im gleichen Zeitraum nachwächst.
Das ist eine sehr statische Vorstellung und die ist sehr stark an Zuständen und an Bewahrung, an Erhalt orientiert. Und die Zukunft, die wird dabei gewissermaßen als etwas Geschlossenes betrachtet und als etwas, was durch die entsprechenden Technologien und mit den entsprechenden Organisationen dann machbar ist. Und damit einher geht die Vorstellung von einfachen Kausalbeziehungen, also beispielsweise, je mehr Menschen da sind, desto stärker ist die Umweltbelastung. Ja. Zum anderen nenne ich es das Transformationsparadigma. Und hier stehen die dynamischen Beziehungen zwischen der Natur und der Gesellschaft im Zentrum. Und die Nachhaltigkeit, die bezieht sich dann eher auf die Frage, wie Prozesse langfristig fortgesetzt werden können und nicht, wie stabile Endzustände erreicht werden. Also im Kern geht es dann um das Problem, die Entwicklungsfähigkeit von Gesellschaften zu erhalten, die Frage, wie die erhalten werden kann. Das heißt, Nachhaltigkeit wird dabei als ein offener und dynamischer und von den Gesellschaften als aktiv zu gestaltender Prozess betrachtet. Und dabei können durchaus mehrere Pfade in eine nachhaltige Entwicklung eingeschlagen werden und nicht nur ein einziger Pfad. Und auf der Basis ist es dann beispielsweise auch möglich, in politischen Aushandlungen Probleme der Verteilung etwa zu thematisieren. So, dann komme ich zu dem Resilienzkonzept in der Umweltforschung und Umweltwissenschaft. Das hat seinen Ursprung in der Ökosystemtheorie. Der Zoologe Holling hat das Resilienzkonzept 1973 eingeführt als ein Konzept für ökologische Systeme, also beispielsweise für Gewässer. Und als resilient bezeichnet er Systeme, die bei äußeren Störungen ihre Funktion und wesentlichen Merkmale ihrer Struktur aufrechterhalten und damit dann überdauern können. Also ein Beispiel, wenn ein Mangrovenwald sich erhalten bleibt, wenn sich das Meer nach einer Flut zurückzieht. Also das ist so ein Bild von ökologischer Resilienz. Und nach dieser Definition ist Resilienz klar ein analytisches Konzept, nämlich ein Maß für die Elastizität oder die Pufferkapazität eines Systems gegenüber Störungen. Und von diesen Ursprungsüberlegungen, Thomas Gebauer hat es heute Vormittag schon gesagt, ist es klar ein physikalisches Konzept. Und es ist ein Konzept, was sich auf der Makroebene bewegt und gar nicht fragt nach den einzelnen Individuen. Da geht es nicht um die Resilienz von Pflanzen beispielsweise, sondern um ganze Ökosysteme. In den letzten 20 Jahren hat sich ausgehend von der naturwissenschaftlich orientierten Umweltforschung eine stärker inter- und transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung etabliert und die konzentriert sich auf Mensch-Umwelt-Beziehungen. Und besonders im angloamerikanischen Sprachraum und in Schweden hat sich da ein ganz eigenes Verständnis von Resilienz entwickelt und in diesem Diskurs ist die Resilience Alliance rund um das Stockholm Environment Institute überaus einflussreich bei der Definition des Konzepts der Resilienz bis hin auch zu den entsprechenden Fördermitteln in der Umweltforschung. Was interessant ist, ist, dass das von dem Zoologen Holling ursprünglich eingeführte Resilienzkonzept dabei jetzt ausgedehnt wird auf das Zusammenspiel von sozialen und ökologischen Systemen. Die Resilienz wird dann betrachtet als das Vermögen eines sozial-ökologischen Systems, Störungen zu absorbieren und sich während solcher Wandlungsprozesse dann so zu organisieren, dass die wesentlichen Funktionen und die Strukturen erhalten bleiben. Untersucht werden dann beispielsweise von Menschen beeinflusste Ökosysteme und das Management von Ökosystemen und die Frage, wie sie genutzt werden können, ohne dass sie an die Grenzen ihrer Reproduktionsfähigkeit geraten. Es geht dann um die Analyse von Systemdynamiken, die wünschenswerte Prozesse
generieren können. Also beispielsweise, wie können Flüsse oder Küstenzonen nachhaltig gemanagt werden, ohne dass die Fischbestände zurückgehen. In der Analyse des Systems müssen dann aber bestimmte Werte einbezogen werden, beispielsweise Governance oder auch die Rolle von Institutionen. Und das geht dann aber weit über die analytische Beschreibung hinaus und damit erhält Resilienz einen normativen Charakter. Nach und nach hat sich die Resilienz in der Umweltforschung von dem analytischen Begriff, wie Holling ihn verwendet hat, in eine sehr viel unschärfere, ganz vage allgemeine Idee entwickelt, nämlich die Robustheit gegenüber Störungen. Das hat einen Vorteil, nämlich, dass es so als ein vieldeutiger Grenzbegriff, also als ein Boundary Object, gemeinsam von ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen verwendet werden kann. Und das Konzept kann so auch für unterschiedliche Fachrichtungen als ein Instrument der Kommunikation dienen. Das Neue an der Resilienzsichtweise ist vor allem, dass nicht mehr nach einem vermeintlich optimalen Endzustand gesucht wird, sondern es werden Schwankungen mit berücksichtigt. Und auf diese Weise können dann beispielsweise auch Brüche und Rückkopplungen mit beachtet werden. Für Fragen der Governance in der Umweltpolitik kann diese Idee durchaus eine produktive Denkfigur bilden, beispielsweise wenn es um neue Formen der Steuerung von kollektivem Handeln geht und beispielsweise danach gefragt wird, was sind denn mögliche unbeabsichtigte Nebenfolgen von bestimmten Maßnahmen des Ökosystemmanagements. Aber, und hier liegen die großen Einschränkungen des Resilienzkonzepts, verbunden mit dem Resilienzbegriff ist der Begriff der Störung. Das Konzept selbst fokussiert aber auf den Erhalt der Funktionen des Systems und der Anpassungsfähigkeit. Die Ursachen der Störung können auf diese Weise nicht betrachtet werden. Das Verbindungsstück, besonders zu dem Diskurs um Governance, ist das Konzept der Adaptivität, der Anpassungsfähigkeit. Hier stellt sich aber zugleich die Frage, inwieweit es dann nur noch darum geht, wie Gesellschaften, Gruppen oder einzelne Akteure gewissermaßen die ökologische Resilienz managen und die Frage nach der Resilienz von was oder Resilienz von wem oder auch die Resilienz gegenüber was, die tritt dabei völlig in den Hintergrund. Und die Bedeutung von Werten und Machtverhältnissen, die gerät damit völlig aus dem Blick. Zugleich ist die Gefahr, dass damit auch der normative Kern von Nachhaltigkeit verloren geht. Aber die Resilienz von einem sozial-ökologischen System beispielsweise, die kann ja kein Wert an sich sein. Wenn es um die Frage geht, welche Funktionen in einem sozial-ökologischen System zu erhalten sind, dann ist es immer auch Gegenstand von gesellschaftlichen Konflikten und von Aushandlungsprozessen. Was heißt das jetzt für die Umweltpolitik? Dazu ein erstes Beispiel. Vor allem die Folgen des Klimawandels für urbane Regionen, die werden oft unter dem Begriff Klimaresilienz diskutiert. Die Städte sind ganz wichtige und zentrale Akteure beim Umgang mit dem Klimawandel und sind vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, um nur einige zu nennen, die wichtig sind dafür, dass die Städte die Klimaschutzziele erreichen. Also die Städte müssen beispielsweise Maßnahmen für Klimaanpassungen treffen, also beispielsweise im Hochwasserschutz, aber auch ihre soziale Attraktivität erhalten oder überhaupt erst wiedergewinnen. Sie müssen mit dem demografischen Wandel umgehen und Finanzkrisen bewältigen. Und sie müssen die natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser, Biodiversität etc. bei der Klimaanpassung angemessen berücksichtigen. In internationalen Städtebündnissen wird dies in Programmen zu der sogenannten Resilient City aufgenommen. Und Strategien zur Ressourcen- und Energieeffizienz oder zur umweltschonenden Gestaltung von städtischer Infrastruktur, die werden dann unter dem Stichwort Klimaresilienz entwickelt. Hier besteht dann aber die Gefahr, dass es nur noch um eine Ökologisierung der Stadt geht
und nur noch darum, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um die ökologische Resilienz gewissermaßen zu optimieren und die sozialen Prozesse dann eben nicht mehr entsprechend berücksichtigt werden. Die sozialen Prozesse, die sind aber von den Anpassungsmaßnahmen des Klimawandels nicht zu trennen. Also beispielsweise, wenn es um Fragen des sozialen Zusammenhalts, des Umgangs mit Gemeingütern oder die Konfliktregulierung geht. Unser Institut hat mit anderen Einrichtungen im letzten Jahr das Memorandum Klimagerechte Stadt ausgearbeitet. Das richtet sich an Kommunen und die Bundes- und Länderpolitik und will eben für das Thema sensibilisieren und will damit in den Austausch mit der Politik treten. Und dabei haben wir bewusst statt dem Begriff Klimaresilienz den Begriff Klimagerechtigkeit gewählt, um damit aktiv das politische und soziale Gesichtspunkte zu betonen. Also etwa Verteilungsprobleme, die bei Prozessen der Stadtgestaltung mitbedacht werden müssen, wenn es um Fragen der Klimaanpassung geht. Und die Klimagerechtigkeit, die betont vor allem die soziale Ungleichverteilung von Klima- und Umweltbelastungen. Es ist ein normatives Konzept und geht davon aus, dass alle Menschen unabhängig beispielsweise von ihrer nationalen Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht etc. die gleichen Nutzungsrechte an der Atmosphäre haben. Und zudem soll Klimagerechtigkeit auch die ungleiche Verteilung der Folgen der globalen Erwärmung ausgleichen. Und es berücksichtigt auch die unterschiedliche Vulnerabilität, also die Verletzbarkeit von Individuen, Bevölkerungsgruppen und einzelnen Ländern gegenüber den negativen Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise Dürren oder Überschwemmungen. In Deutschland sind Menschen beispielsweise mit einem niedrigen Sozialstatus viel häufiger von Luftschadstoffen betroffen. Sie haben weniger Zugang zu städtischen Grünflächen und damit auch geringere Erholungsmöglichkeiten. Und sie leiden stärker unter Hitzestau in Städten, der in der Folge des Klimawandels auch zunehmen wird. Klimagerechtigkeit als Zielvorgabe für die Stadtentwicklung bedeutet dann zum Beispiel, Grünflächen oder Luftschneisen nicht nur für das Stadtklima zu betrachten, sondern beispielsweise auch für die Lebensqualität benachteiligter Gruppen. Ein ganz anderes Beispiel, worüber wir auch schon teilweise gesprochen haben, wie Sie wissen, wird angesichts des Klimawandels verstärkt von einer Zunahme von Klimaflüchtlingen gewarnt. Auch diese Debatte hat dem Konzept der Resilienz starken Auftrieb gegeben. Problematisch ist das dann, wenn Umweltprobleme als unvermeidbar betrachtet werden und das dann zu deterministischen Vorstellungen führt, wonach Umweltveränderungen die zentrale Ursache von Migrations- und Fluchtbewegungen sind und dabei die politischen Rahmenbedingungen aus dem Blick geraten. Wir haben an unserem Institut den Zusammenhang von Klimawandel, Landdegradation und Migration im westafrikanischen Sahel untersucht und kamen da zu sehr interessanten Ergebnissen. Die Schreckensszenarien von zukünftigen Klimaflüchtlingen aus der Region, die werden damit jedenfalls nicht unterstützt. Wir haben uns dabei auf Regionen konzentriert, in Senegal und in Mali, die stark von Landdegradation geprägt sind, wo eine hohe Variabilität der Niederschläge besteht und auch starke Abwanderungen zu verzeichnen sind. Migration ist in Westafrika generell weit verbreitet. Wir haben mehr als 900 Personen befragt zu ihren Motiven der Migration und konnten da feststellen, dass die Mehrzahl der Personen die Migration aus ökonomischen Gründen wählt. Die meisten Menschen haben Migrationserfahrung, sind mindestens einmal in ihrem Leben migriert. Das waren knapp 90%, wobei es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Die Migration findet aber
vorwiegend innerhalb der Länder und innerhalb der Region statt. Das heißt, es gibt kaum eine Migration nach Europa. Wenn, gibt es einzelne Fälle nach Frankreich und beispielsweise Spanien, auch aufgrund der Geschichte. Neben der Ökonomie, also den Gründen beispielsweise für die Migration als Suche zum Gelderwerb, waren andere wichtige Motive aber auch die Ernährungssicherung und vor allen Dingen die Bildung. Also das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Motive zu migrieren. Und insgesamt stellten wir fest, dass die sozioökonomischen Bedingungen in sehr viel stärkerem Maße als Klima und Umwelt die Migrationsentscheidungen beeinflussen. Allerdings, klimatische und ökologische Faktoren, die nehmen an Bedeutung zu und besonders dann, wenn die Menschen in starkem Maße abhängig sind von der Landwirtschaft und damit beispielsweise auch von den Niederschlägen, wenn die Menschen kaum Möglichkeiten haben, Einkommen außerhalb der Landwirtschaft zu gewinnen und je weniger Zugang die Menschen haben zu sozialem und finanziellem Kapital, also beispielsweise zu Verwandtschaftsnetzwerken oder zu Krediten. Aber die Migration ist weit mehr als eine Anpassungsstrategie an die Umweltveränderung. Sie kann gewählt werden, beispielsweise zur Risikominderung, wenn sich etwa abzeichnet, dass die Ernten schlecht werden in dieser Saison, auch als eine Möglichkeit, weitere Einkommensquellen zu erschließen. Aber in der Regel dient Migration nie nur einem einzigen Zweck. Und in der Region ist Migration ohnehin kulturell und historisch tief verankert und gilt eher als das Normale und nicht als die Ausnahme. Insofern sind Versuche, die Migration zu verhindern, keine adäquate Strategie. Notwendig sind vielmehr Politiken, die positive Potenziale von Migration fördern, beispielsweise durch Co-Development-Programme im internationalen Bereich. Das sind Programme, die Migration unterstützen, als eine Möglichkeit, Entwicklung in den Herkunftsregionen zu fördern. Da die meisten Menschen aber innerhalb der Länder und innerhalb der Region migrieren, braucht es vor allem eine integrierte Regionalentwicklung, die auch die Wechselbeziehung zwischen den ländlichen und den städtischen Regionen, in die die Menschen migrieren, in den Blick nimmt. Es braucht Investitionen in die nachhaltige Landwirtschaft, in die kleinbäuerliche Landwirtschaft, aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Agrarsektors und vor allem Investitionen in Bildung. Das alles hat mit Resilienz dann aber nicht mehr viel zu tun. Zudem läuft die Resilienzperspektive Gefahr, Migration lediglich als eine Anpassungsstrategie an Umweltveränderungen zu betrachten und dabei die strukturellen Rahmenbedingungen, etwa unzureichende Institutionen wie fehlende Landrechte oder ökonomische Abhängigkeiten, zu missachten. Mein Fazit: Der Begriff der Resilienz ist nicht tauglich für die politische Debatte und die politische Praxis im Bereich der Umweltpolitik. Mein Plädoyer ist deshalb, Resilienz im Hinblick auf Umweltprobleme ausschließlich auf einer analytischen Ebene zu verwenden. Beispielsweise, wenn es darum geht, zu untersuchen, inwieweit Maßnahmen zur Bekämpfung der Landdegradation die Ökosysteme beeinflussen. Mit dem Konzept der Resilienz lassen sich aber keine politischen Strategien formulieren. Und dafür ist ein normativer Begriff erforderlich. Und dies wird mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung oder auch mit dem Konzept der Klimagerechtigkeit weitaus besser ausgefüllt. Insofern ist das Gerechtigkeitspostulat der Nachhaltigkeitsidee nicht ersetzbar. Dankeschön.